Diesmal sage ich klar, unmissverständlich, offiziell und zum allerersten Mal, ich will Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft werden. Ich fordere den Amtsinhaber Karl-Heinz Lamberts heraus. Die Zeit, liebe Freundinnen und Freunde, dafür ist reif. Selbstsicher erklärte Oliver Pasch den Parteimitgliedern, er sei der fähige Mann für dieses Amt. Sie werden sich daran erinnern, dass ich im Jahre 2009 darauf verzichtet habe, für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren, weil ich mir dieses Amt nicht zugetraut habe, weil ich der Ansicht war, dass ich nicht über alle notwendigen Voraussetzungen verfügte. Mittlerweile habe ich aber sehr viel zusätzliche Erfahrung sammeln können. Ich verfüge, und das ist erforderlich, über eine langjährige Erfahrung im Parlament, in der Regierung, über eine Kenntnis in allen Zuständigkeitsbereichen unserer Gemeinschaft, auch in der Finanzpolitik, und deshalb glaube ich heute, alle Voraussetzungen zu erfüllen, um ein guter Ministerpräsident unserer Gemeinschaft zu sein. Selbstsicher geht die Prodigé auch ins Rennen für die Wahl. Denn sowohl Harald Mollers als auch Oliver Pasch zogen eine in ihren Augen positive Leistungsbilanz, die Glaubwürdigkeit schaffe. Sie seien zufrieden mit dem Erreichten, auch wenn die Regierungsarbeit von der Wirtschafts- und Finanzkrise geprägt worden sei. Wir ziehen eine gute Bilanz im Rahmen des Machbaren. Wir haben die ganze Legislaturperiode über unter der Finanz- und Wirtschaftskrise gelitten. Die deutschsprachige Gemeinschaft erhält etwa 180 Millionen Euro weniger Einnahmen, als sie erhalten hätte ohne Finanzkrise. Das war für uns eine große Herausforderung. Und dennoch ist es gelungen, so gut es eben ging, einen großen Teil unseres Wahlprogramms zu verwirklichen. Ich würde sagen, wir haben aufgrund der Finanzkrise nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben, aber ich behaupte, wir haben unser Bestes gegeben. Die Prodigé strebt bei den kommenden Gemeinschaftswahlen einen 5. Sitz an, will aber auf jede Koalitionsaussage verzichten. Oberstes Ziel ist für die Partei eine Gemeinschaftsregion. Es gebe nur den einen Weg, nämlich den weiteren Ausbau der Autonomie. Wer gegen die Autonomie sei, müsse akzeptieren, dass unsere Region mit der Zeit ein Vorort von Verviers werde. Wenn die Opposition von Bescheidenheit spreche, müsse dies sehr kritisch betrachtet werden. Natürlich bin ich nicht gegen Bescheidenheit, aber ich denke, dass unsere Minister nicht an Bescheidenheit gemangelt haben. Die Investitionen, die wir getätigt haben, sind Investitionen in die Infrastruktur, die die Gemeinschaft nötig hat für die kommenden Jahre. Und ich weise immer darauf hin, vergleichen Sie mal unsere Infrastruktur mit denen von anderen Gebieten rundherum, dann stehen wir sehr gut da. Der Ausbau der Autonomie sei wichtiger denn je. Wir merken jetzt wieder, dass wir bei der Übertragung von Befugnissen mit der Wallonischen Region diskutieren müssen. Und wir können natürlich Angst davor haben, dass irgendwann ein Belgien zu zweit entsteht und wir dann durchs Raster fallen. Deshalb müssen wir dafür kämpfen, eine vierte Region zu werden, damit wir unser Statut absichern und auch in Zukunft unsere Selbstbestimmung haben, wie wir es heute auch haben. Die Prodigé wird bei den Wahlen nur für das Gemeinschaftsparlament und für Europa antreten. Spitzenkandidatin für Europa ist Lydia Klinkenberg. Wir haben uns entschlossen, nicht für den Wallonischen Regionalrat zu kandidieren, weil wir sagen, wir haben da keine feste Vertretung. Das heißt, wir haben keine garantierte Vertretung. Und weil wir auch deutlich dafür sind, dass die DG unabhängig von der Wallonischen Region wird, das heißt eine vierte Region. Deshalb fänden wir es unlogisch, wenn wir da mitmachen würden. Und für die Kammer ist das genau das Gleiche. Da gibt es auch keine feste Vertretung. Das Prodigé-Programm werde sich schwerpunktmäßig auf das Unterrichts- und Sozialwesen sowie auf die Übertragung weiterer Kompetenzen konzentrieren.